So, der Zwischenstand nach zwei Kämpfen 3:2 für den Sportmann in Nacken. Und wir gehen in die Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. Für den HSV Mainz 88 auch hier ein hochtalentierter junger Mann, den ich Ihnen vorstellen darf. Eigentlich ein Freistieler, seine ganze Jugend Freistil gerungen, vor dieser Saison gewechselt in den griechisch-römischen Stil. 18 Jahre jung, aus der eigenen Jugend, mehrfacher Rheinland-Pfalz-Meister und Sieger des Gebrüder Saitiev-Turniers 2018, Ashot Shahbazyan. Und für den SV Alemannia Nackenheim, unser Neuzugang, 2x8 Fünfter bei den deutschen Meisterschaften. Und da legt auch schon direkt los, deutscher Vizemeister 2011, Florian Lussmann. Verletzungszeit bei Florian Lussmann, es scheint so, als hätte er sich an der Schulter etwas zugezogen bei seinem Angriff direkt gegen Ashot Shahbazyan. Das gibt mir die Gelegenheit, herzlich zu begrüßen das Team der B&F Bodenfinanz GmbH und vielen Dank für euer Sponsoring. Ebenso die Volksbank Alzey-Worms, die Apotheke am Kirchberg, Auto Müller Mainz, Autotechnik Beck. Vielen Dank für euer Engagement. So, wir hoffen, dass es weitergehen kann. Florian Lussmann, die Karte mit 1:0 in Führung, unser gefühlter Neuzugang zurück nach der Verletzung. Zuschauer, unterstützen Sie ihn dabei. Auf geht's!
2:0 die Pausenführung für Florian Lossmann. Für Sie, liebe Zuschauer, da es der erste Handkampf ist von Florian Lossmann, auch zur Information. 25 Jahre alt ist er, als Industriekaufmann und gekommen vor 2 Jahren von der RKG Freiburg und 2011 wurde er deutscher Vizemeister. Wie bei jedem Kampf dürfen wir uns herzlich bedanken beim Sanitätsdienst vom Deutschen Roten Kreuz. Vielen Dank für euren Einsatz und vielen Dank für eure Unterstützung. Thank you.
60 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. Das ist der erste Bundesliga-Sieg für Aschot Schauer, Sieg